Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppo Plays Mark of the Ninja. Das ist Episode 2 und in der ersten Episode haben wir unseren Meister gerettet. In der zweiten Episode nutzen die Macht der Markierung, um die Hessa in Service zurückzuschlagen, bevor sie wieder angreifen. Werden wir eine Grenze durchbrechen. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ing, and of the champions who came before you. Before the Restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Aha. Jetzt wissen wir also, dass unsere Tinte giftig ist. Und ich muss erstmal ganz kurz. Wir müssen also dahin. Okay. Ziele, umgeh das Büro. Ah, man kann auch rein und raus zoomen. Ah, okay. So, sehr viel besser. Also wir können da durch den Lüftungsschacht gehen und das ist wahrscheinlich auch der effizienteste Weg. Dann machen wir das doch. Oh, da sind irgendwelche Laserwaffen. These buildings are protected by high-tech tripwires. Sehe ich. But you can wreck them all with a simple bamboo dart. Ah, okay. Na dann, wie ging es gleich nochmal so, oder? Hallo, beide? Ah, okay. Ja. Na dann, wenn das so einfach war, ich hoffe, der bleibt auch aus, der Strom. Dann gucken wir doch mal, was hier gibt. Ja, dann machen wir den Strom auch aus. Da ist wahrscheinlich gerade so eine Tutorial-Mission, so in etwa in die neuen Sachen. Wahrscheinlich kann ich mich vor dem Laser verstecken, indem ich mich hinter der Pflanze oder sowas verstecke. The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Aha, okay, cool. Das heißt, wir können jetzt alle Lichter auf einmal ausmachen. Huch, da oben im Lüftungsschacht. Aha, aha, aha. Oh, da unten ist ein Gegner. Ich glaube, der kann mich nicht sehen, wenn ich da runtergehe, oder? Warum ist das Ding gerade ausgegangen? Ach so, das geht aus, wenn er da durchläuft. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Also ich weiß jetzt nicht. Ich muss jetzt wahrscheinlich warten, bis der wiederkommt, dass ich da schnell durch kann. Watch. The alarm switch off when the guard walks past them. Das war dumm. Drag past them. Huch, das war etwas knapp. Guck mal woanders hin jetzt. Ja, ja, ich weiß, dass du mich gesehen hast. Geh weg. Immer noch da oben fokussiert auf dieses Ding. Okay, jetzt hat er das aufgegeben. Ich würde den ungern töten eigentlich. So, ich würde jetzt ganz gern hier runter. Und vielleicht komme ich hier komplett durch, ohne einen zu töten. Weiß ich nicht. Ach ja, da kann ich gleich. Ich glaube, ich warte, bis die Wache da vorbei ist. Frag mich, ob die sich nicht wundern, dass auf einmal einfach der Strom aus ist. Ich hoffe, der sieht mich da oben nicht. Hat er offensichtlich nicht. Oh oh, das war auch nicht so gut. Aber wir sind gut versteckt gerade. Tja, wenn du wüsstest, wie nah ich bin, ich könnte ihn, glaube ich, sogar
killen, oder? Nee, kann ich gerade nicht. Also. Ja, du hast es dir bestimmt nur eingebildet, dass da jemand war. Aber wir haben wieder einen Checkpoint erreicht. The Transformers should be close, but be careful. The catwalks are crawling with guards. Aha. Okay, erreiche den Transformator in weniger als einer Minute. Das habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Erreiche die Spitze des Turms, ohne dabei entdeckt zu werden. Zerstöre mindestens 20 Lampen. Ja, bisher habe ich noch gar nichts davon in Angriff genommen. Kann ich einfach hier hoch? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann einfach so gehen. Oh, da ist ein. Da ist eine Wache. Ah, der hat mich nicht gesehen. Huch, das wollte ich gar nicht. Was macht eigentlich der Knopf hier? Keine. Der macht gar nichts. Oh, fuck. Ich habe Alarm ausgelöst. Das ist nicht gut. Geh weg. Lass mich wieder in Ruhe. So, wunderbar. Ich glaube, der ist immer noch da unten und sucht nach mir, oder? Ah, Mist. Ach Mann, ey, die sind echt nervig. Ja, völlig verrückt, dass das Licht ausgegangen ist. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, warum das so sein konnte. Also. Ja, in der Badewanne sieht er mich nicht. Ah, ich könnte hier so raus, so. Naja, war nicht wirklich der schönste Kill der Welt, aber naja, zweckmäßig, sag ich mal. Jetzt würde ich gerne da irgendwie rüberspringen. Vielleicht so. Ups. Oh oh. Rauf, 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 wo die mich entdecken. Okay, ich könnte ja mal... Warte mal, ich guck mal die Karte eben an. Kann man da... Ich glaube, da außenrum kann man nicht gehen. Da müssen wir wohl durch den Dungeon oder durch den Turm gehen. Ich dachte, ich hörte einen Alarm. Remember, you're trying to avoid detection. Jawohl. Ah, jetzt habe ich dieses Ding hier kaputt gemacht. Und, ah, jetzt kann ich da unten durchgehen, okay. Und wir haben ein Artefakt gefunden. Und wir haben, oh, was ist das? Geräuschentwickler. Ein kleiner Knallkörper, der die Aufmerksamkeit aller in der Nähe erregt. Aha, das könnte sicherlich... Könnte sicherlich... Ah, okay, cool. Das heißt, ich kann jetzt... oh. Ah, cool, ich habe jetzt dieses Ding da rausgeworfen und der fragt sich jetzt, was ist denn das? Und glotzt doof und wir können einfach vorbeilaufen. Ja, aber ich habe lieber die Pfeile standardmäßig ausgewählt. Springe A, springe und dann A gedrückt halten. Ja, toll. Mach ich doch. Komm, ach so, okay. Ja. Okay, so viel dazu.
Springe und dann A gedrückt halten. Was ein Unfug. Einfach den Strom ausschalten. Ich habe es gerade gar nicht gerafft, leider. Achso, da oben können wir den Dings ausschalten. Na dann, Bullet Time, genau, so wollen wir das. Dampftunnels. Ja, ein Mann in Schwarz, Man in Black. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe Alarm ausgelöst. Ui, was ist denn das? Das hatte ich ja noch nie. Keine Ahnung, was das macht. Aber... Oh, wir sind auf einmal irgendwo ganz woanders. Was? Schicksalsraum. Bewegung zieht die Blicke auf sich. Okay. Ups. Wenn wir das aufmachen, dann leuchtet nach da oben Laser. Achso, vielleicht können wir... Nee, sind, können wir auch nicht schnell genug sein dafür. Ich glaube, das ist nur so ein Tutorial-Ding gerade. Wir können auch nicht auf die Lampen hier zielen, also bringen die uns wohl nichts. Ah, wir können dieses hoch... dieses Teil hier verschieben. Ich nehme mal an, das muss hier über dieses Teil und dann machen wir da auf und dann fällt das runter und dann sind alle glücklich. Oder wir ziehen es einfach auf den Schalter hier. Ja, aber das macht das andere Teil nicht aus. Verstehe nicht ganz. Wieso, was wir hier machen sollen. Ich stehe auf dem Schlauch. Also, machen wir erstmal den hier. Komme ich da durch? Nee. Aber wir könnten, würde gerne einfach dieses Teil hier nochmal bedienen. Genau. Und dann das Teil runter darüber schieben. Vielleicht hilft er das was. Ja, es macht auf jeden Fall oben schon mal. Genau, so können wir nämlich jetzt nach da oben. Haha. Wenn ich so hoch springen könnte. Ah, okay, so funktioniert das. Wunderbar. Und dann bekommen wir jetzt hier dieses Teil. Weiß nicht so wirklich, was es ist, aber wir haben es gefunden und es kann eigentlich nur gut sein. Tell you the stories of the birth of the mighty Hisumu clan from the time of our first and greatest master, Tetsuji. Aha. I tremble before Tetsuji, greatest ninja of clan Hisumu. Ja. Wir haben jetzt also die Rolle des tollsten Ninjas der Welt zurückgeholt. Ich würde gerne da runter sehen. Wir können die Kamera bewegen. Wir haben ja noch diese Teile hier. Okay, wo will ich den hinschmeißen? Wie wär's mit dahin? Hallo? Achso, ich habe das außerhalb seiner Reichweite geworfen. Show yourself. So, jetzt sind wir da an ihm vorbei gesneakt. Ja, das sieht so aus, als ob wir da ganz schnell durch und in die Sewers müssten, hier so rein. Also in die diese Löcher da halt. Ah, okay, und jetzt... Ups, falsche Waffe, verdammt. Wollte das andere benutzen. Schade, da habe ich jetzt ein Ding verschwendet, ein Cracker. Aha. Wir wollen wohl da oben rein. Ich weiß überhaupt nicht, wie man da durchkommen soll.
ohne Schaden zu nehmen. Öffnen wir einfach mal die Tür. Ich will keinen der. Ach so. Ich sehe es schon, die Türen da im. Da kann man wahrscheinlich einfach stehen. Aha. Ja, ich würde jetzt einfach aus dem Versteck gehen. Die sehen mich ja nicht. Und dann, wenn der Typ da vorbei ist, dann würde ich einfach den Haken nehmen. Ups. Naja. Ich bin nicht der beste Ninja, der je gelebt hat. irgendwie klappt das immer nicht so wirklich so allzu toll alles. Aber wie gesagt, ich spiele das Spiel blind und ich habe gerade erst damit angefangen. Deshalb verzeiht mir meinen Unskill noch ein wenig. Das wird hoffentlich noch etwas besser. Okay, wir können nicht auf den Mast springen, auf dem sie ist. Oh, wir könnten da links reingehen. Das ist eigentlich unser, wo müssen wir, also ich glaube nicht, dass wir da rein müssen, aber wir könnten es. Oh ja, da unten ist nämlich ein Dingens, das wir uns holen können. Ja. Wir könnten jetzt aus, beweg dich mal, bleib jetzt da für alle Zeit stehen oder was? Wir könnten auch könnten auch einfach die Lichter ausschalten. Ja, dann läuft er wieder rum. Und ja, wenn du dich mal umdrehst, dann könnte ich dich auch töten. Aber das war kein guter Mord, sondern Körper ergreifen. Oh, wir können ihn auch werfen. Das wusste ich gar nicht. Ja, es gibt so viele tolle Sachen. So, wieder eingekillt. Ja. Oh, ich muss vorsichtig sein, weil ich einen Mega-Lärm mache, wenn ich da durchrenne. Nee, will ich nicht. So, wir sind ein Sneaky Ninja. Hallo da oben. Tja, wie umgehe ich den am besten? Wir könnten natürlich versuchen. Ja, das hört er. Hold on. Did you hear something? Need to get that fixed. Jetzt können wir uns hier einfach verstecken. Wir könnten ihn jetzt wahrscheinlich auch töten einfach, aber ich will ihn eigentlich nicht töten. Wobei, warum eigentlich nicht? So, jetzt könnten wir ihn bestimmt. Naja, ich werde dann einfach mal rausgehen und abhauen und die Tür hinter mir zumachen, dass er mich nicht sieht. Oh, falscher Knopf. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach oben. Aha. Dann nehmen wir doch mal den Weg. Da ist keiner. Wunderbar. Aber ich guck mal nochmal unten hoch vorbei. Ob hier vielleicht irgendwas ist, das uns weiterhelfen könnte. Sieht nicht so aus. So, was haben wir denn da drüben? Gucken wir mal eben. Nichts. Nichts, was ich zumindest sehen würde. Dann könnten wir jetzt hier reingehen. Da befindet sich unsere Ninja-Freundin. Hessian's troops are scouring the grounds. But we can sail right over them. Meet me on the roof. Okay. Wir können also über den Köpfen. Das heißt, der Strom geht jetzt wieder an.
Oh, da gehen die Lichter gerade wieder an. Nicht gut. Geh weg. Will dich eigentlich nicht töten. Wobei, dieses unbemerkt sein, man kann da bestimmt auch ewig in den Pflanzen rumhocken und nur wenn die vorbeigehen, bekommt man einen Score dafür. Der hat das nicht gesehen. So, wenn der weg ist, jetzt. Oh oh. Niemand sieht mich. Niemand sieht mich. Oh, doch, der sieht mich doch. Oh. Oh nein. Bin ich tot? Oh ja, ich bin gerade gestorben. Okay, wunderbar. Das war also mein erster Tod. Ja. Ich wusste nicht, dass sich dass ich Probleme bekomme, wenn der Alarm ausgelöst ist und ich mich irgendwo verstecke. Deshalb, ja. Deshalb habe ich mich da so ein bisschen abschlachten lassen. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Nach oben. Okay. Das bringt mir dann... Aber wobei, ich kann vielleicht... Die merken ja gar nichts. Hier gehen die Lichter wieder an. Na, dann machen wir doch als erstes hier und dann hier. Oh, keine gute Idee. Naja, aber hier bin ich sicher. Ja, wo bin ich? Ich bin ein Ninja. Haha. Ja, die stehen jetzt alle da wie angewurzelt und gucken da hoch. Ah, doch nicht mehr. Ja. Oh ja, ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch mal wieder. Lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur eure Freunde töten. So, der Alarm ist wieder weg. Machen wir mal die Tür da uns zu. Ja, hat, war doch weitaus weniger grazil, als ich gehofft hätte. So, nach da oben. Ninja sein ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Oh, guck mal hier. Okay. Hier ist niemand. Na dann, was haben wir denn hier? 18th floor, power is almost back on. So. Dann räumen wir mal den Körper eben auf. So. Hä, wieso? Wurde der Alarm da gerade ausgelöst? Ich glaube, weil die Energie in dem Raum da angegangen ist und da so, so rote Dinger waren. Okay. 18th floor, power is almost back on. Man hat halt ewig Zeit auch für diese. Kill-Kombos, was vielleicht ein bisschen over the top sein mag. Ja, ich warte gerade, bis das Licht wieder angeht, glaube ich, und dann genau, und dann mache ich eben. Dann mache ich halt den hier. Ja, ja, lass mich in Ruhe, Mann. Oh, die können auch hier reinfeuern. Ja, aber...
So, wenn er mal wieder weg ist, ist weg. Na dann. Dann tun sie so, als ob nie was gewesen wäre. Egal, oh Mann. Ja, da hat er mir einen Headshot verpasst. Also nochmal diese Szene hier. Ja, ich warte, glaube ich, diesmal wieder, bis echt die Power angeht. Und dann feuer ich ein paar von diesen Geräuschdingern. Ich könnte auch einfach hier so den hier machen. Naja. So. Oh, ich habe den Typen selber auch getroffen. Ach so, da unten geht's. Da unten ist ein Durchgang, den habe ich auch gar nicht gesehen. Ja. Kann schon verstehen, warum das Game so gute Wertungen bekommen hat. Das ist echt interessant und das ist auch von der Schwierigkeitsstufe her ist das gar nicht mal so einfach, hier was Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Na hopp, geht weg. Lass mich in Ruhe. So. Ja, geht mal weg von mir. Der sieht mich halt jetzt, wenn ich da rausspringe. Der würde mich jetzt, glaube ich, auch sehen, wenn ich da rausspringen würde. So. So, schön die Tür hinter mir zumachen. Und da geht's weiter. So, wir können dann hier nach unten. Oh, falscher Knopf. Aber da ist, glaube ich, nicht mehr viel. Ja, und wir müssen halt jetzt... Ah, cool, wir können die Wand so schnell hochlaufen. Da gibt es zwei Wege rein. Also den oberen hier und den unteren. Ich finde es auch so krass, dass halt... dass es so viele Wege gibt, so viele verschiedene. So, den haben wir erstmal gekillt. Ups. Aber ich glaube, dem anderen wird das nicht so gefallen. Wir könnten den hier nehmen, ne? Oh, falscher Knopf. Nehmen und hier einfach hier in den Lüftungsschacht packen. Aha. So, die Lichter sind jetzt hier wieder an. Dann könnten wir ihn... Ups, das war nicht geplant. Tut mir leid. Oh, bitte finde mich nicht. Ah, er findet mich auch nicht. Ich habe ihn halt jetzt den Pfeil auf ihn geworfen. Eigentlich wollte ich ihn, nicht auf ihn werfen. Ja. Oh. Oh nein, oh Gott. Ja, ich dachte mir schon, dass es wieder so ausgeht. Also versuchen wir es nochmal. Und diesmal werde ich einfach gleich den Bereich skippen hier und ich werde einfach... Achso, gehen wir einfach gleich oben rein. Vielleicht ist es leichter. Turning the power back on for 19. Aha, 19 geht die... gehen gleich die Lichter wieder an. Ja, aber du wirst es nicht überleben, Freundchen. Ja, ich habe das einfach komplett geskippt jetzt. So, gucken wir mal, was es hier oben gibt. Oh, hallo. Das ist wohl unser Ziel hier. Oder zumindest ein Zwischenziel. We made it into the complex. This way. Ah, das war's schon. Ja, Ehre insgesamt 0 von 9. Und, ah, nee, 3 von 9. Und, Punkte habe ich auch nicht so allzu viele gemacht.
wie gesagt, ich bin noch dabei, das Spiel zu lernen. Ich spiele es komplett blind. Kann sein, dass ich mich noch teilweise anstelle. Aber desto länger man das spielt, desto besser wird man wahrscheinlich auch. Und es macht auf jeden Fall schon mal einen Heiden Spaß. Das kann man schon mal sagen. Ich kann definitiv verstehen, warum dieses Spiel so hoch gelobt wird von allen möglichen Leuten. Und ich würde auf jeden Fall mal mich bedanken fürs Zuschauen. Das war Episode 2 von Zeppo Plays Mark of the Ninja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.